Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Pioneers of Pagonia. Wir sind dabei, den Dieben ein wenig das Leben schwer zu machen. Jetzt muss ich die nur noch finden. In der letzten Folge hatte ich sie entdeckt. Da sind sie, da sind sie, da sind sie. Und wir haben hier ja. Stelle merken, waschen. Wir haben hier ja. Das sind nicht meine Leute. Das könnten auch nicht meine Leute sein. Was ist hier los? Ein weiterer Wachturm. Auch hier. Ich werde von Dieben angegriffen, das ist nicht schön. Noch ein Diebeslager? Oder ist das das von... Das ist dieses, jenes, welches. Richtig? Ostphase, keine Ahnung. Das ist nicht mein Gebiet. Da bin ich falsch. Da bin ich falsch. Ich hatte doch hier irgendwo Soldaten rum existieren. Genau. Die waren die. Diese und diese. Die werden sich jetzt da mal drum kümmern. Ich schicke erstmal die los, weil die haben den weiteren Weg. Einen Augenblick. Da ist das Teil. Suche. Diebe, 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 Diebe. Da. Liebe da wieder angreifen, Liebe. Und hier macht das Gleiche. Liebe da. Hier da, Liebe angreifen, ganz wichtig. So, genau. Und dann schauen wir mal, ob die Liebe uns dann immer noch das Leben schwer machen wollen. Ich höre schon auf. So. Sehe auch jetzt hier so im. Da sind schon wieder Banditen. Zwei Stück. Eieieiei. Das ist echt eine Never-Ending-Story. Ja, die haben sich auch schon reichlich hier eingedeckt mit unseren netten Sachen. Ja, und ich weiß, wenn man kann das wiederbekommen, wenn man dann hier die Träger hinsetzt und so weiter, also gehen bekommt. Problem ist, da müsst ihr erstmal einen Weg dahin bauen können. Das ist nicht mal gegeben. Das ist nicht mal gegeben. So, meine lieben Freunde. Ihr wart so nett und habt mich immer wieder besucht. Und ich habe mir gedacht, das erwidere ich, ne? Wenn man besucht wird, muss man ja die anderen Leute ebenfalls besuchen. So ein kleiner Gegenbesuch ist immer nett. Ich habe auch Geschenke mitgebracht. Guck mal da, was zum Pieksen. Ist das nicht nett? So, ja, da seid ihr überrascht. Ne? Da habt ihr jetzt nicht mitgerechnet. So kann es gehen. Zack, bumm. Da sind die Diebe auf einmal weg. Verstehe ich gar nicht. So, die haben sich jetzt erstmal Luft aufgelöst. Nee, ne? Der dürfte nicht wahr sein. Die müssen von da ganz hinten kommen. Habe ich hier irgendwas in der Nähe, dass ich den schon mal entgegenschicken könnte? Moment. Das müsste gehen. Das könnte gehen. Mit ein bisschen Glück. Wo sind die? Da. Okay. Wo habe ich die? Oh mein Gott, das ist ein Hin- und Hergewürge hier. Versuche ich die mal hier hinzuschicken. Da hoffen, dass das irgendwas bringt. Das ist richtig, das ist richtig. Muss auch immer noch gucken, ob da dann auch die richtigen Leute sind, die man da angreift. So. Und. Ja, aber meine Soldaten kommen zu spät. Falls sie da die Möglichkeit haben, sich da irgendwie hinzubegeben.
hat natürlich jetzt meine Leute hier entsprechend das Leben gekostet, ganz klar. Da sind jetzt ein paar durchgebrochen. Habe ich noch irgendwas, was ich denen entgegenstellen könnte? Mir ist nicht ganz sicher, ich mache das mal so. Alles mäßig. Nun gut. Ich muss erstmal meine Leute hier wieder sammeln, bevor ich hier vollkommen die Übersicht verliere. Ja. Wie Problem. Sagt man die einen, ist es wie es ist. Sagt man die einen Diebe, ist man gerade glücklich los. Da kommt dann die nächsten Vögel an. So, das mache ich mal so. Und dann habe ich hier meine Leute. Sollte ich die wieder sammeln? Damit das hier nicht durcheinander kommt. Okay, Patrouille wäre vielleicht nett, hier so ein bisschen zu patrouillieren. Okay, da habe ich einen verloren. Da bin ich einen mit. Und hier auch. Das geht. Es ist ein Phänomen. Das eine Lager, was relativ nah ist, es ist weg. Es kommt die von da ganz hinten irgendwo an. Ich weiß gar nicht, wo. Hier irgendwo, keine Ahnung. So vom letzten Zipfel. Hier sind die Banditen, da auch. Da irgendwo werden jetzt auch die Diebe darum existieren und so. Ne? Machen die an hier das Leben zur Hölle. Ich sag ja, die haben einen Riecher. Ne? Hier gibt es auch noch welche. Ich verstehe. Okay. Das ist aber hier der Kollege, den ich erst für mich gewinnen muss, glaube ich, bevor ich da irgendwie weiterkomme. Aber anders geht's nicht. Achso, übrigens, hier, was ist hier mit der Geschichte? Ach ja, da muss ich noch ausbilden, richtig? Bevölkerung, Steinmetze. Okay. Ich bräuchte noch einen Steinmetz. Moment mal, ich habe doch hier irgendwo, hier habe ich Kalkstein rum existieren und ganz normalen Stein. Dann machen wir doch Folgendes. Ja, dann müssen wir uns auch mal wieder mit ein bisschen was anderem beschäftigen und nicht nur irgendwelche Diebe und Banditen jagen. Ein Steinbruch würde ich hier ganz gerne hinsetzen, wenn das irgendwie geht. Das ist so einfach. Ja. Jetzt zieh mal so einen Stein. Nein, nur an. Hör auf. Oh, genau. Ja, will ich. So. Steinbruch. Und dann wollte ich machen. So, Stein. Hier haben wir Kalkstein. Machen wir noch einen Steinbruch. Der sich dann um diesen Kalkstein kümmern soll. Den könnte man. Ja, komm. Machen wir das meinetwegen so. Zack, boing. So, sehr schön. Okay, der soll dann da natürlich dieses, jenes, welches machen. Da brauche ich noch einen Weg. Aber wir brauchen ja auch noch, bevor ich das jetzt mache,
Ein Steinmetz, der war ja auch noch gefordert. Würde sich vielleicht hier anbieten. Geht das? Oder vielleicht hier so. Warte. Ich muss gucken, ob das jetzt mit dem von den Wegen her passt. Ob der da auch entsprechend angedocken kann. Ich kann das zwar hinsetzen, aber mit dem Pfeil sieht man da so komisch aus. Reicht er wirklich zu dem Weg dahin oder hört er kurz davor auf? Ich hab dann ihre auf dem Weg, sagt nichts, weil der kommt immer. Bin mir da echt unsicher. Das sah mir ein bisschen komisch aus. Wegetechnisch. Wenn ich damit das richtig. Ja, das sind die Banditen, die machen natürlich auch wieder Ärger. Klar, ich würde den da hinbekommen. So noch Wege bauen muss. Geht das? Das geht ja gut. Ja, Problem gelöst. Dann setze ich den Steinmetz hier hin. Der soll Grenzstein und Werkstein, kann zu beiden Teilen machen, das ist in Ordnung. Jo, sehr schön. Dann hätten wir das Problem dann auch schon mal erledigt. Dann Bauarbeiter. Ach ja, da muss ich noch die Ausbildung machen. Das mit dem Werkzeug hat sich jetzt erledigt. Das ist schön. Finde ich sehr gut. So. Ich muss mal eben zur Gilde. Da ist die Gilde. Das Gildehaus. Gucken uns mal das Gildehaus ein bisschen nah an. Wir lassen die Banditen mal Banditen sein. Diebe mal Diebe sein. Ja, die sollen sich mal selber so ein bisschen verlustigen untereinander. Ist auch mal ganz schön. So näher komme ich gar nicht ran. Okay. Wir brauchen Baustellenträger, Planierer und Zimmerer. Baustellenträger, Planierer und Zimmerer. Baustellenträger. Und Zimmerer. 15. So. Dann kann er sich da, können die sich da ein bisschen verlustigen. So, Moment mal, die brauchen Rucksäcke. Habe ich genügend Rucksäcke? Wahrscheinlich nicht, ne? Es sind aber Rucksäcke in Auftrag gegeben und ich bekomme ein bisschen Leder geliefert. Nicht viel, aber ein bisschen. Das könnte sich als etwas schwieriger erweisen, weil ich nicht noch genügend Rucksäcke auf Tasche haben sollte. Ich wüsste aber jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wo die herkommen sollten. Okay. So, das soweit erstmal dazu. Dann Militärakademie. Die haben von allen, was ich brauche, 16. Das ist cool. Also ich könnte entsprechend Leute halt rekrutieren, wenn es denn knapp wird. Militärcamp. Und da habe ich jetzt noch 5 fortgeschrittene Soldaten. Da alle anderen Reserve bis auf die 13 Wachen sind aufgebraucht. Okay, machen wir das mal so. Jetzt hier aus. Das sind 9. Warum wir da jetzt irgendwie rekrutiert, weiß ich nicht. Dann, das war der Bereich. Aufklägerturm, in dem ich nichts machen kann. Und noch nichts machen kann, je nachdem. Da habe ich 9. Da bräuchte ich wieder einen, wenn das irgendwie geht.
Dann, das wäre der Bereich. Hier habe ich 10, da habe ich 9. Moment. Ah, okay. Dann brauche ich noch eine weitere Kraft in diese Richtung. So. Das sieht gut aus. Die sind auch eifrig dabei. Glaube ich. Ja, doch. Ah, damit habe ich jetzt hier Zugriff auf die Kohle. Das ist cool. Da habe ich auch 10. Die sind auch eifrig dabei. Es wird so langsam wieder. Früher oder später muss ich die entsprechenden Wachtürme, wo ich jetzt die Soldaten da habe und so weiter und so fort, weiter nach vorne rücken. So, hier in dieses Gebiet. In jenes wird schwierig. Aus Gründen. Ich könnte aber hier lohnt es sich nicht mit den Soldaten was zu machen, glaube ich. Würde ich behaupten. Mehr so in diese Richtung. Aber auch das ist natürlich noch im Augenblick etwas schwierig. Ich könnte natürlich... Moment. Da grenzt auch schon das Gebiet von den Freunden an. Schon wieder die angreifen. Achso. Okay, verstehe. Das sind wieder die Entdecker, die hier Probleme bekommen. So, einen Moment, machen wir das hier los. Da ist mit dem Eisentagbau Schluss. Ach, da ist Kupfer. Es ist genau so, wie gesagt haben, wenn man das dann nicht mehr braucht oder so, beziehungsweise nicht sucht, dann findet man da auch nichts in diese Richtung. Stein, hier ist tatsächlich nichts mehr zu wollen. Das heißt, die Hütte kann ich schließen. Wollte abreißen, das ist auch nichts mehr Euro Reserve oder so. Jo, leider Gottes muss das weg. Wie sieht's hier aus? Kohle. Okay, das war so viel Kohle, das ist alles weg. Da ist noch ein bisschen was auf Reserve und hier im Lager ist noch was. Auch hier im Lager ist noch ein bisschen was vorhanden. Ich brauche dringend Kohle und ich brauche dringend Eisen. Was ist hier los? Eisentagebau ist auch tot. Komplett. Das ist nicht gut. Meine letzten Reserven sind aufgebraucht. Oh Mann. Kohle. Da ist noch ein... Hier ist Silbererz. Hier wurde Kohle abgebaut. Hier ist auch nichts mehr. Da ist auch noch ein bisschen Reserve. Halt mir nicht. Was ist denn die Möglichkeit? Alles weg. Was ich noch habe, hier sind halt die entsprechenden Gebäude für den Abbau von Kohle. Ansonsten ist hier Ebbe. Hier gibt's Eisenerz und Kohle. Naja, besser als nichts. Bergwerk, sagt die Uhr, da hat man noch hin. Bergbau, zumindest kriege ich die Gebäude noch hingesetzt. Ich brauche einmal. Oh nee, ernsthaft. Entschuldigung. Einmal hier so ein Teil für die Kohle. Ja, die können dann. Moment, muss ich dann nochmal kurz ran. Und dann hier Kohle abbauen. Da ist auch Kohle. Hier war ein bisschen Eisen. Ja, besser als nichts, das ist wieder Kohle. Okay.
Bergbau, Bergbau, sind wir noch hier. Eisenabbau. Ui, 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 ui. So. Da so. Wege, dass wir die beiden miteinander verbinden. Keine gute Idee. Und irgendwie hier hinkommen. So, ja. Aus der Not geboren. Mal wieder. Das ist nur Stein. Und Silbererz. Ja gut. Ja, das ist eigentlich egal. Wenn hier Silbererz gerade angeboten wird und ich hier sowieso schon was in die Richtung mache, dann mache ich auch noch in der entsprechenden Tage auf Silbererz. Dann ist mir dann auch Schnurz. Das kriegen wir noch gebacken. So. Genau, das passt. Das soll es dann aber auch, glaube ich, ja doch, ja, auf jeden Fall, für diese Folge gewesen sein. Ja, dann doch nochmal glücklicherweise etwas Kohle gefunden, etwas Eisen gefunden und wir fangen an mit dem Abbau von Silbererz. Dann schauen wir mal weiter. Ja, wir werden immer noch mit entsprechenden Banditen, Dieben geärgert, belagert, überfallen, wie auch immer. Wir werden dann uns noch ein bisschen mit beschäftigen dürfen. Dann schauen wir mal, wie weit wir hier mit unseren Freunden da vorankommen. Wir haben ja also noch ein bisschen was zu tun hier. Mit unserer neuen Siedlung, in unserem neuen Dorf. Weil ja, so neu ist das ja gar nicht mehr. Das existiert ja jetzt schon eine ganze Weile vor sich hin. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergehen wird. Danke für eure Unterstützung, für euer Dabeisein. Danke für deine Unterstützung, für dein Dabeisein. Freut mich sehr. Und ja, dann, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank. Genießt die Zeit. Bis bald.